Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Anfang März ist es endlich wieder soweit. Die ersten Lockerungen erreichen auch Bayern. Wie Herr Söder ja letzten Monat sagte, ein Friseurbesuch hat auch etwas mit Würde zu tun. Abgesehen von der Tatsache, dass Herr Söder damit indirekt eingestanden hat, dass er bewusst der ganzen Bevölkerung die Würde über Monate entzogen hat und er sich damit anmaßt, der Entscheider über die Würde der Menschen zu sein, ist es schon ein starkes Stück, dass die Öffnung lediglich einige wenige Bereiche wie Friseursalons und Gärtnereien betrifft. Man könnte hier auch von Ministücken oder vom sprichwörtlichen Tropfen auf dem heißen Stein sprechen. Herr Söder spricht auch davon, später im März weitere Öffnungen vorzunehmen, an jenen Orten, wo die Inzidenz unter 35 liegt. Dann frage ich mich, warum nicht jetzt schon an solchen Orten öffnen? Wir haben Dutzende Landkreise in Bayern, die diesen Wert unterschreiten. Worauf noch warten? Wir ertragen mittlerweile die gleichen Maßnahmen in Regionen mit Inzidenzwerten unter 35, die ursprünglich für Inzidenzen über 200 verhängt wurden. Wir beobachten zunehmend und mit Sorge, dass Restriktionen schnell verhängt werden, aber nur sehr unwillig wieder zurückgenommen werden. Genau das ist es aber, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen die Öffnung. Wir brauchen das Ende des Lockdowns. Panik und Angst müssen aufhören. Die Menschen müssen ihr Leben und die Normalität wieder zurückbekommen. Wenn wir uns dann aber das neuerliche Geschwafel von der dritten Welle und Inzidenzen von unter 10 anhören müssen, ist jetzt schon absehbar, dass da oben keiner vorhat, uns wieder freizulassen. Dabei gibt es eine Alternative und das sind wir. Denn wir wollen endlich einen effektiven Schutz der Risikogruppen und parallel die Freiheit für alle übrigen Gesellschaftsmitglieder. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.